Servus, herzlich willkommen zu meinem Video. Also, hier am Mulden. Die erste Fläche ist fertig. Ich habe den Mulden jetzt nicht bis direkt unten auf den Boden gelegt, weil erst mal geht es so schwer und dann muss er nur irgendwie ab. Ist ja völlig wurscht. Theoretisch könnte ich es einfach mit dem Mähwerk absägen. Könnte es dann liegen lassen. Aber ich mache jetzt hier mal eine Mulde, dann sieht das so aus. Und dann denke ich mal, ist das auch gut. So, machen wir weiter. Also die ganze kleine Stücke so rundherum, überall, wo viele Steine sind und so. Die sind perfekt zum Stilllegen. So, sieht das aus. Dann machen wir weiter. So, hier haben wir den nächsten Kandidat. Sieht das hier drauf aus? Naja, so dann hier. Ich habe es ja schon einige Male gesagt, wir müssen mal hier oben nach dem Maisgucken, der nicht so geraten ist. Das ist hier die Fläche, das Dreieck, wo ich damals beim GLS-Fahren angefangen habe. Der ist hier schön gleichmäßig groß. Und der sieht so aus. Vor allem ist die andere Fläche, hier unten geht es auch wieder, aber in der Mitte. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Da ist halt ziemlich nass. Hier ist eine Fehlstelle drin. War hier schon im Kampf, bis der überhaupt bearbeitet war. Nur ja, das ist der Lennart. Am besten fliegt der Lennart irgendwann hier die Tage mal mit der Drohne drüber. Da sieht man es wahrscheinlich am besten. Hier vorne kommt eine Lücke, da können wir mal reingucken. Also oben und unten geht es eigentlich, aber in der Mitte ist halt ja, extrem nass. Hier unten so gestellt, da konnte man gar keinen Mais legen. Das sieht halt dann so aus hier. Ja, jetzt können wir mal da. Wenn wir hier hochgucken, da so rüber. Ja, Mais steht, aber naja. Vorher das Stück, das ging auch, da konnte ich auch GLS fahren bis hier ohnehin. Ja, so viel dazu. Den haben wir auch erst, mal Sonntag haben wir gelegt. Ich glaube am Freitag. Freitag hat der Lennart das erste Mal mit dem alten Rabe-Gruppe durchgefahren. Aber mit der Scheibe ging es gar nicht, war viel zu nass. Samstag habe ich dann da, wo es ging, GRS draufgefahren, durchgekreiselt. Ja, und am Sonntag haben wir dann Mais gelegt. Also. Aber manchmal ist das halt so. Ist ja allgemein bekannt, dieses Jahr im Frühjahr war es ja schon ein bisschen nass. Und da sind so Flächen halt dann nicht so ideal. Aber wenn man es hat, hat man so. Oder besteht andere Mais gut. So, jetzt habe ich hier unten noch zwei Stücke, drei, und dann sind wir mit dem Stilllegung wirklich so weit durch. So, hier nochmal ein. Das sieht soweit auch gut aus. Der ist eigentlich auch nass, der Acker. Aber wenn man hier unten reinguckt, der ist auch sauber. Ist irgendwie anerlangt. Wie jetzt hier hinter dir ein paar Meter weiter. Aber gut.
schön gleichmäßig. So, weiter geht's. So, jetzt hier wieder beim Mais. Und hier unten ist der Ententeich. Das hat ja früher auch nicht so funktioniert. Den mulche ich jetzt nochmal. Dann können wir da die Tare mit Grubber nochmal durchfahren, dass man das hier, das ganze grüne Gemüse wegkriegt, dass es kaputt geht. Dann kann ich den im Herbst mitsägen. Und dann wird er im Frühjahr wieder absaugen. Dann ist das so. Ja. Ich lebe an Amiro und Pölski. Ich gucke jetzt gerade mal zu. Ja, dann habe ich da unten in dem, also quasi hier im Berg runter. Ist auch noch ein Maisacker, der ist auch ein bisschen nass. Da stand auch das Wasser beim Legen. Das mache ich dann auch noch platt. Ja, noch ein bisschen Stilllegung und haben es geschafft. So, das war erstmal der letzte hier. Jetzt fahre ich heim. Ich glaube, der Vater will dann wieder noch ein bisschen Koppelmulche oder irgend sowas, was er vorhat. Und es war eigentlich geplant, dass mit Lennart und eventuell noch ein paar Kumpels, dass wir, es ist schon ein Stück zu fahren. Da ist ein KCH Feldtag, glaube ich, irgend sowas. Da fahren wir jetzt mal hin. Da gibt es auf jeden Fall, denke ich, einige schwarze Wolken. Es wird pfeifen. Nehmen die Kamera mal mit. Und dann gucken wir mal, was wir da finden kriegen oder wie auch immer das ist. Ich weiß, waren wir nie da. Das war jetzt schon das sechste Mal. Aber da fahren wir jetzt mal hin. Also, in diesem Sinne, bis später.
auch selten zwei 15 Meter Schlüter auf dem Case IAH treffen hier mit der Scheibe ich. Aber egal.
Dienstag, 27. August. Da gab noch ein bisschen Mulche. Und jetzt flex ich hier die alte Schare ab. Dreh die Roma neu dran. Wir müssen noch so ein bisschen grob. Und da kommen jetzt neue. Macht so keinen Sinn. Mittwoch, 28. August. Bin jetzt gerade von der Arbeit heimgekommen. So, geht's hier weiter. Die haben wir gestern Abend noch soweit fertig gemacht. Aber heute sind die Lichter überall noch die Brocke. Das hier war die einzige Schraube, die von allein rausging. Ohne große Murks. Ansonsten hier nochmal so ein Stück abgeflext, die abgeflext, alles abgeflext hier. Es war ein Krampf, hier die Schraube hier im Schar abgeflext. Hier überall die Brocke. Katastrophe. Jetzt mal Frage hier an den Kevin, an den Rabi-Spezialist. Woran liegt das, beziehungsweise wie kann man es einfacher machen? Weil ich denke mir mal, die Löcher hier, also die Schraube hat quasi keine Luft. Das ist ziemlich passgenau. Und dann war da Dreck drin. Also die neue Schraube, die ging erstmal gar nicht rein. Habe ich erstmal hier mit Öl gesprüht und die alte Schraube dann 3-4 Mal durchgekloppt und dann ging's. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, dass man die Löcher vielleicht so 0,5 mm aufbohrt. Aber so schlecht wie gestern, ging es eigentlich noch nie. Oder es war halt, weil ich habe die letzte Mal die Scharen gedreht und habe die alte Schraube wieder genommen, dass ich jedes Mal neue nehmen muss. Keine Ahnung. Wir haben da fast 3 Stunden rumgeknollt und geflext, bis um kurz vor 10. Jetzt mache ich die Schraube fest und dann ist nochmal so eckig, was geguckt werden muss. Jo, so viel dazu. So, mein, das wäre fest genug. Die Nummer, so, einwandfrei. Also, so, alles fest. Nur das wackelt hier oben. So, dann haben wir alles fest. Jo, kann's losgehen. Kann jetzt irgendeiner mal Grube fahren. Weil ich muss jetzt nochmal in die Arbeit, wir gehen jetzt essen. In diesem Sinne, bis morgen. Samstag, der 31. August. Tjo, kommt gleich der Häcksler. Und dann schnitzen wir mal ein bisschen Mais.